So, willkommen zurück zu Farm Manager 2018. Ihr seht es. Die Weinlese hat begonnen. Hier unser zweites Feld mit Wein wird geerntet. Diesmal müsste es Merlot sein von der Sorte. Ach ja, und wir spielen das DLC Brewing and Winemaking, also Brauen und Wein machen. Ich habe das Szenario in Vino Veritas gemacht oder ausgewählt. Und da ist unsere Aufgabe, diverse Flaschen von Wein zu produzieren. Wir haben da extra auch einen Weinkeller, dass der Wein in Flaschen reifen kann. Hier werden aus den Trauben erstmal Wein gekeltert. Keine Ahnung. Kommt zumindest dann irgendwann wohl in Flaschen raus. Und des Weiteren züchte ich Truthähne. Hab noch ein kleines Weizenfeld. Zwei Windmühlen zur Stromerzeugung, diverse Gerätschaften, um meine Felder zu bestellen. So einen Weinvollernter konnte ich mir leider nicht leisten. Aber ich habe genug Angestellte, die huschen hier übers Feld. Können ein bisschen sich die Beine vertreten da. Und ich warte im Grunde, dass jetzt die ersten Flaschen mal fertig werden. Etikett hatten wir auch gewählt. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wenn die Flasche voll ist, ist dann die ganze Charge fertig von dem Wein? Ich habe keine Ahnung. So. Die laufen alle noch mit ihren Obststiegen hier rum. Da ist schön Wein drin. Fein. Also Trauben. So. Jetzt gucken wir mal. Das. Ach ja, und eine Imkerei habe ich auch. Die habe ich dummerweise hier hingestellt. Deshalb summt das hier wie verrückt, wenn ich zu nah rangehe. So, kommt. Balken, lauf mal durch. Ich will sehen, wie viele Flaschen wir dann wirklich produziert haben. Eine, 81, keine Ahnung. Ich habe zumindest zu viel Geld für Scheiß ausgegeben. Da bin ich jetzt doch ein bisschen knapp bei Kasse. Und muss zusehen, irgendwie an Geld zu kommen. Die meisten Mitarbeiter sind auch schon hochqualifiziert. Was vielleicht auch ein Fehler war. So, Merlot wurde geerntet. Der Riesling dauert noch 11 Tage. So, und der Balken ist gleich durch. Wie viele Flaschen? Ach so, 81 Flaschen, das wären 8% von der Sorte, die ich ausgewählt habe, von dem Syrah. Ist das richtig? So. Gucken wir mal. Lager. Wie habe ich? 93. Blends. Syrah. 12% Alkohol, Lagerung. Thank you.
Lager. Okay, der wird erstmal dort gelagert. Kann ich den auf dem Markt verkaufen? Mine Plants. Preis geht massiv runter. Verkaufen. Ich könnte mehr Loh verkaufen und ansonsten nix. Okay, ich stehe auf dem Schlauch. Still 3 Rose. 2018er Wein. Aktuelle Produktion. Soweit ich noch am Produzieren bin. So, wir verkaufen mal noch ein paar Truthühner. Und ich beschleunige jetzt mal das Ganze. Tut sich was, Lager. Okay, jetzt ist nichts im Lager hier. Okay, eventuell kann ich jetzt meinen Wein verkaufen. Verkaufen. So. Bekomme ich jetzt ordentlich Geld dazu? War es das mit dem Geld? Wein. Okay, Summe 1000. Okay, wir haben 1000 Euro bekommen. Für die 91 Flaschen. Mist, Mist, Mist. Hatte ich mehr erhofft. Was habe ich für einen Blütenhonig nochmal 2000 bekommen? So, wie sieht's hier aus? Tothähne. Geht noch mehr. Hier aus noch 3 Tage bis zur Ernte. So, hier wird der Wein in Flaschen abgefüllt. So, ich denke, wenn der durch ist, werde ich mal einen Wein mit 2 verschiedenen Sorten ausprobieren, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt mal kurz Pause. Quatsch, langsam. Ernte arbeiten. So, jetzt beschleunigen wir hier wieder. Unter 12 Flaschen. Stopp.
hinzufügen. Jetzt packen wir hier Merlot rein und Start. Merlot und Syrah. Da wählen wir ein anderes Etikett aus. Wine Label. Dann nehmen wir mal den. So, geerntet. Das war ja mal richtig viel. So, Riesling. Da haben wir ja ordentlich was geerntet. Also im Lager ist nur Syrah. Und jetzt kommt Merlot dazu. Sehr schön. Damit kann die Produktion dann losgehen. Und der hier hinten braucht noch 25 Tage. Honig. Gott, 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 ich habe zu viele Mitarbeiter. Da, 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 da. So, bitte noch einmal. Dry Rose. Ich habe doch keine Ahnung, wie man Wein mischt hier. Na komm. Ja, wobei ich sehe gerade, das sind zwei dunkle Sorten. Und wenn ich da jetzt noch einen hellen Riesling dazu packe, das könnte richtig miese Nummer werden. Jetzt hinzufügen. Riesling. Und Riesling nehmen wir mal 40% rein. Ja. Wählen wir als Etikett mal dieses. Und starten die Produktion. So, dann gucke ich mal, wenn ich Verkauf mache. Der ist ein bisschen mehr wert. Bin ich mal gespannt, was jetzt Wein Nummer 3 wird.
Der muss eigentlich komplett furchtbar werden. Heller und dunkler. Schauen wir mal. So. Der müsste jetzt noch nicht im Lager sein. So, jetzt kommen die Flaschen. 93. Okay, der ist mehr wert. Okay. Auch drei Ros. Hallo, Riesling. Na gut. Dann produziert mal weiter. Der steigt wieder an. Ja, lass wir mal steigen. So, wie sieht es jetzt mit Rothühnern aus? Dann verkaufen wir mal ein paar wieder. Düdelüdü, düdelüdü. Was gibt's denn bei Tieren eigentlich? So, kleiner Stall, Kühe, Schweine, Ziegen. Könnte ich mir gerade nicht leisten. Wir verkaufen erstmal unseren kompletten Wein. Verkaufen, so. Jetzt müssen wir hier aber erstmal Ernte wieder machen. Stoppen wir hier mal. Löschen den Riesling raus. Löschen den raus und den hinzufügen. Also, wir hätten den. Und einen Riesling.
anderes Etikett. Und zwar nehmen wir dieses Etikett. Aktuelle Produktion starten. Ein Riesling und so ein Antrag. Gucken, was wir da so zusammen gemischt bekommen. Futter, Mais und Weizen hätten wir noch. Ich könnte trotzdem mal kaufen. Mais. Kaufen, 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 kaufen. Kaufen, kaufen. Und Weizen. Kaufen, 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 kaufen. So, damit sollten wir über den Winter kommen. Wein. Gucken wir mal, wie der dann so läuft. So, es wird Herbst. Wollen wir hier hinten noch ein Weinfeld anlegen? Ein Weinkeller. Ja, ihr seid gut. Ich habe einen Weinkeller. Der reicht mir. So, hier werde ich mal mit der Maschine pflügen. Für 10.000 kann ich mir nicht leisten. Renz 2. 19. Ach so, weil der aus zwei geschnittenen ist. Okay, Blends 2. Verkaufen. Stopp. Hinzufügen. So, hier mit Maschine. Grupper, Traktor arbeiten. Hühnerstall. Tierarzt kommt. 26. Verkaufen, nochmal den. Verkaufen, nochmal den. Damit 10.000. Bewässerungssystem. Dünger. Kaufen.
Oh, unser Geld ist alle. Ohoho. So, Dünger. So. Alle bitte aufs Feld. So, und jetzt muss ich zusehen. Noch ein bisschen Geld zu bekommen. So, weg, ihr Vögel. So, Erfolg, sehr schön. Oh, ich sehe gerade, ich sollte mal die Folge beenden. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Farm Manager 2018. Tschüss, ciao, bye bye.